Haha, ihr könnt mich nicht aufhalten. Wir haben beim letzten Mal im Äonenpalast den Schalter aktiviert und hier unten einen Keller freigesetzt. Wo führt der hin? Geheimweg 1. Also die Bilder im Hintergrund sagen schon mal, es ist irgendwas mit einem Sternensystem. Ja doch, mit einem Sternensystem, der weniger zu tun haben wird. Oh, nett. Wir sind sowieso ganz viele Items ausgegangen, deshalb nehme ich gerne ein paar weitere Items an. Genauso wie auch ein paar Kämpfe. Ich meine, ich werde sowieso kein Level mehr bekommen wahrscheinlich, aber hey, warte mal, er hat ja einen Orden. Also den Orden hätte ich eigentlich schon gerne. Ja, wenn ich sowieso gerade ein Item bekommen habe, könnten wir es auch direkt einsetzen. Andererseits hat es nicht so viel Schaden. Ich bin da übrigens sehr gespannt, was wir gleich unten sehen werden. Ja, Sternblitze wird reichen. Nur 2 Sterne Energie. Well spent, würde ich sagen. Soll jetzt keinen Fehler machen. Bin ein bisschen nervös. Ich weiß, wir werden heute krasse Kämpfe erleben. Denn das... Nein! Denn das beim letzten Mal war noch lange nicht alles. Okay, es hat gereicht. Auch Gott sei Dank. Oh, hatte ein bisschen Angst. Yahoo! Ja, die Viecher zu besiegen ist not bad. Not bad. Und noch mehr! Soll ich es nochmal machen? Ich meine, meinetwegen kann ich es auch nochmal machen. Aber jetzt habe ich irgendwie seinen Orden nicht bekommen, oder? Habe ich seinen Orden bekommen? Kann man ihn überhaupt bekommen? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, ja, guck mal. Warum nicht? Schau mal, was musst du zweimal schaffen, dann sind schon dead. Aber, X. Aber, wir wollen es natürlich weiter schaffen als das. Aber nur, weil wir es können. Ganz schnell jetzt. Fast perfekt. Ausreichend für diese Gegner. Ne, den Item kriegen wir auch nicht. Zerstöre ich damit irgendwie alles von der Gegnerseite mit der Attacke? Bin mir nicht so ganz sicher, aber es wirkt auf jeden Fall so. Hey, jetzt habe ich Schoppe bekommen. Ja, aber hier drüben liegt kein Orden. Okay, keine Ahnung. Was soll's. Okay, das ist ziemlich offensichtlich. Hier stimmt was nicht mit der Wand. Geh mal hindurch. Ja. Das ist auch nichts Neues für uns. Aber was geht denn jetzt hier ab? Okay, ich sehe schon. Das ganze Prozedere dauert ja noch ein bisschen, bis wir fertig sind. Oh. Okay. Da werde ich eine Bombe schmeißen. So. Boom. Haha. Okay. Wie sieht's aus? Aha. Was haben wir hier? Tarncape. Angriffe könnten daneben gehen. Naja, es ist okay. Weiß nicht, warum man wahrscheinlich diese normalen Items überbekommt. Noch am Ende des Spiels. Wisst ihr? Ein bisschen komisch, wenn ihr mich fragt. Aber na gut. Und hier sind 2 nette Schalter. Ich werde einfach mal beide aktivieren, einfach weil ich es kann. Und hier will ich nicht runterfallen. Das ist nicht so schön. Wenn das passiert. Okay, was hat's gemacht? Oh, hi. Wo bin ich? Kann ich wieder nach oben? Bitte. Warte. Kupio. Nein. Kupio. Da kann die Ketten nur richtig leicht. Ach, komm schon! Da kann die Ketten nur richtig leicht beseitigen. Und ich hab's schon die letzten Male gesagt, aber gegen die Ketten zu kämpfen lohnt sich immer. Einfach mit Kupio die Attacke hier machen. Zack, fertig, vorbei. Und richtig viele Erfahrungspunkte abstauben. Lucky 14, aber. Ging ja schnell. Von daher, schnell Erfahrungspunkte. Yes, ein Superpilz. Ich glaube, die Superpilze werde ich jetzt nur noch außerhalb eines Kampfes benutzen, aber ist trotzdem natürlich gut. Warte mal, ist hier noch ein Gegner? Lass mal sehen, ob sich hier unten noch einer versteckt hält.
Nee. Oh, das ist einfach nur nervig hier. Oh, cool. Okay, die beiden Blöcke müssen hoch. Die müssen hoch. Bring. Okay, warte mal. Ich glaube nur der gelbe muss aktiv bleiben. Nein! Hey, warte mal. Kann das sein, dass hier hinter der Wand was ist? Weil hier ist so ein Riss. Nee. Aber hier sind so Risse überall in den Wänden. Sieht komisch aus. Also, wie gesagt. Wir wollen nur den gelben Schalter aktiv haben. Der grüne muss deaktiviert werden. Und dann können wir mit Yoshi, mit Little Boshi wahrscheinlich, vermute ich, denke ich, ja, da drüber flattern. Okay, Gott sei Dank. Hat geklappt. Okay, hier muss man einmal runterfallen. Was, da ist noch was? Warte, komm mal runter. Hey, komm mal runter. Genau. Ich mach's doch lieber mit der Bombe. Oh, und los. Muss ich jetzt so gehen, dass ich auch rechtzeitig hier rauf lande. Und jetzt? Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung. Ah, und jetzt den aktivieren, mitfahren, hier lang. Hä? Ja, wie? Wie soll ich denn da lang? Das geht doch nicht. Es sei denn. Doch, ich kann da rüber springen. Oh mein Gott, das geht wirklich. Was ist denn dann hier über mir? Darf ich nicht mehr sehen? Muss ich vielleicht irgendwo richtig stehen dafür? Ernsthaft, ich darf jetzt nicht mehr sehen, was da oben ist? Vielleicht ist da auch gar nichts. Vielleicht muss man hier einfach lang und da oben ist nichts. Außer halt der rote Schalter. Okay, habe ich halt Pech gehabt. Ist da. Ist das alles hier leer? Oh. Aua. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwie muss ich doch da durch können. Also mit. Brauche ich auf keinen Fall. Mit Barbara auch nicht, denke ich. Wie soll das denn machen? Ach, ich bin blind. Ich bin blind. Boing. Ich habe die Ropes hier oben nicht gesehen. Oder die Röhren oder. Wie auch immer. Ich hab sie nicht gesehen. Oh, das war falsch. Waha! Wahrscheinlich hier stehen, wo der Strich ist. Ja. Da, wo der Strich ist. Sehr gut. Blöpp. Ist hier noch was? Ist da. Ah! Okay, ich lande wieder hier. Das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Wohl noch lange nicht vorbei. Getriebe. Was? Getrieberaum 2. Aha. Oh, ich habe den falschen Partner für diesen Kampf, aber. Oh nein, ich habe definitiv den falschen Partner für diesen Kampf. Wenn ich mit Barbara ja angreife, dann werden die doppelt so stark. Da wurden wir schon gewarnt. Kupio, kannst du vielleicht. Oh, das wird nicht reichen, ne? Ich glaube, das wird nicht ausreichen. Ja, für den vorderen vielleicht, aber sonst. Warum kommen denn noch so viele Gegner auf einmal? Ich dachte, ich bin ja am Ende. Nee, muss ich doch den Keller hier erkunden vom Ionentor. Oder Ionenpalast, je nachdem. Wie ihr das hier ansehen wollt. So. Erledige sie, Diego. Kupio. Boah, 20 Erfahrungspunkte. Ja, bei 4 von den Plagegeistern, dann lohnt sich das. Oder sowas von. Ring. Keine Ahnung, ob ich das Geld noch gebrauchen werde. Vermute ich aber schon. Okay. Ich schätze, ich verstehe es. Was haben wir denn hier so Schönes? Einen Sternwind. Oh, ich hatte einen Schlüssel oder so. Ne, nichts Wichtiges. Schade. Zwei von euch
Ihr könnt's aber auch wirklich nicht sein lassen, was? Immer ein bisschen mit Mario nerven. Was stimmt denn nicht mehr mit euch? Da gibt es mal einen Sternblitz. Oder Wind oder was anderes war. Axt. Und Bei. Sag mich Bei zu euch, denn ihr geht jetzt down. Für euch gibt es hier keine Chance mehr. Es ist vorbei. Oh, ich hab fast B gedrückt. Ich hätte auch einfach B drücken können. Ist egal eigentlich. Aber egal. Boom. Ah, es reicht noch nicht ganz. Ganz knapp nicht. Uns fehlen zwei Erfahrungspunkte. Also einen Gegner will ich auf jeden Fall noch bekämpfen. Und ich glaube, ich würde wahrscheinlich meine OP hochmachen. Wenn ich so überlege. Doch, wahrscheinlich OP. Ich glaube nicht, dass er... Nee. Doch, warte. Doch, richtig. Von oben einfach. Ja, lol. Ja, lol, ey. Kupio. Als ob der mich erwischt. Alter, ich hab mich gerade voll erschrocken. Als ob er mich von da erwischt. Oha. Ey, jetzt ich geh noch down. Ey, das gibt's nicht. So, Spam. Cheat. Da. Ey, ich gehe gleich noch down, ey. Nee. Aber es sah gerade fast so aus, tatsächlich. So. Aber es sieht jetzt auf jeden Fall danach aus, als ob ich hier mal ein Level Up bekomme. Wow, just what I needed. Das hat Mario gesagt. Nicht Mickey Mouse, Mario. So, mehr OP. Kann jetzt auch gebrauchen. Wenn ich dran denke, vielleicht. Ich habe halt immer noch nicht alle Orden, die ich haben will. Vielleicht kriegt man die auch erst später. Weiß das nicht. Warum leuchten hier manche und manche nicht? Was soll das? Ich habe alle Sterne gesammelt. Sonst hätte ich nicht ins Eon-Tor reingekommen. So, das Spiel. Oh, Speicherblock. Ich glaube, hier links geht es dann richtig ab. Brauchen aber erstmal einen Schlüssel, wie es scheint. Okay. Hol mir den mal. Danke. Palastschlüssel. Okay. Nee, dann kann es ja links doch nicht weitergehen. Also doch, es geht noch weiter, aber ich glaube nicht, dass das Ende ist. Vermutlich noch nicht. Ich weiß nicht, was da passiert. Vielleicht kommt da ein Kämpfe. Bei der Kämpfe will ich Gumbria lieber vorne haben. Oder hinter mir, je nachdem. Triebraum 1. Haben wir schon? Kraftpunsch! Not bad. Kann man auch gut gebrauchen. Kann man auch gut benutzen. Hier muss ich wieder rollen. Ich habe tatsächlich voll vergessen, dass man rollen kann vor dieser Folge. Deshalb überrascht mich das ein bisschen, dass es wieder zurückkommt. Bam! Aber ich muss sagen, bisher gefällt mir eigentlich das Kapitel. Es baut ziemlich Hype auf. Bin immer gespannt, wie es weitergeht. Doch. Das Gebiet macht einiges gut. Einiges richtig. Warum hat er so viel Verteidigung? I don't like that. I don't like that. Boing, boing. Wie kommen die ganzen Viecher hier eigentlich rein vom Publikum? Wie sind die hier reingekommen? Ist das die Eon-Tor jetzt einfach offen für alles? Ist das hier ein Freizeitpark? Ist das hier, weiß nicht. Eine Eröffnung von irgendwas Großem? Was sammelt? Oh. Oh, ich hab's noch nicht gemerkt. Oh, ich hab's mir nicht gemerkt. Ich hab's noch nicht gemerkt. Wir gehen nochmal zurück. Wir schauen nochmal, was es war. Deshalb sind da unten noch die Sterne. Jetzt macht das Sinn. Okay. Zwei, fünf, letzter. Zweiter, fünfter, letzter. Der Rest leuchtet. Ist, glaube ich, so einfacher zu merken. Zumindest für mich. Ich weiß nicht genau, von wo der Remix ist, also von was der Remix ist. Oder von was ist ein Remix ist. Deutsch, schwere Sprache. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bleibt. Jo.
Und TikTok, Clock, Tower, wie auch immer es hieß, geht nun wieder an. Nur irgendwie falsch rum. Aber es macht ja nichts. Ich komme trotzdem damit klar. Schau mal, wie schön das hier aussieht im Hintergrund. Ich weiß, ich habe das in den ersten paar Folgen schon genug gesagt, aber dieses Spiel sieht wirklich geil aus. Grafisch sieht das Spiel dann wirklich richtig toll aus. Da kann man nicht meckern. Ich finde von allen Paper Mario ist vermutlich sogar das schönste. Vermutlich. Hau mal ab hier. Warte, da ist noch was. Hey, hey, fahr mal runter. Hey, fahr mal runter. Schade. Yo, ein Lebenspilz. Oh, ich habe mir so sehr einen gewünscht. Ich war so, ich habe mich so geärgert die ganze Zeit, dass ich keinen dabei hatte hier fürs Finale. Oh, jetzt habe ich doch auch einen. Oh, danke, Spiel. Danke. Puh. Da fühlt man sich viel besser. Getrieberaum 3. Okay, ich schätze mal, der Riss ist aber eindeutig. Ja. Da ist ein Block drunter. Und was ein Block. Bam. Und was eine Falltür aus Paper Mario 1. Bam. Und, so, dann jetzt. Ein Dollar. Punktetausch. Tausch KP gegen BP. Beachte die Höchstwerte. Okay. In Ordnung. Kann ganz nett sein in manchen Situationen. Ah, hier sind wir jetzt. Enge Wege. Oh Gott. Also soll man sich eigentlich hier nach oben hangeln? Oder warum sind hier die Striche? Nö. Nö, soll man eigentlich nicht. Warum muss man nicht? Was geht denn jetzt ab? Kein Papierflieger, bitte! Nicht noch am Ende. Da ist noch was, oder? Oh, ein Lebenspilz. Oh mein Gott, hier ist eine Menge Stuff. Wie sieht es eigentlich aus mit XP? Wie viel XP habe ich? Steht das so? Sternpunkte 14, ja. Ja, ich könnte jetzt schon alle bekämpfen, aber wisst ihr was? Ich bin eigentlich relativ zufrieden, wie es gerade läuft. Ich hole mir da den Lebenspilz. Man kann in der Luft einfach abbrechen mit B. Das war zu knapp. Das war zu knapp. Aber den hole ich mir auf jeden Fall noch. Also wenn ich mich bei allem gefreut habe, was denkt ihr, wenn ich mich freue, wenn ich zwei habe? Ja. So ein Hase ist das hier. Und stopp. Danke. Wie Mario direkt runtergefallen ist. Was? Wie, ich kann nichts mehr tragen. Lüge. Wirf den Müll weg. Oh, nicht. Ich doch nicht. Bin zu krass für diese Items. Yeah. Bin full heal. Cool. Okay, machen wir jetzt aber wirklich weiter. Das Item, was da noch lag, brauche ich unbedingt. Machen wir weiter. Hier ist bestimmt der Schlüssel für die Tür rechts. Habe ich recht? Habe ich rechts? Oh Gott. Nur für den Fall, dass ich es brauche. Wie lange bleibt das? Ich glaube, das bleibt nicht lange, oder? Jetzt schon wieder weg. Ah, ne, ah, na. Okay. Ich habe einen Plan. So. Schnell rennen, schnell rennen, schnell rennen. Rüberflattern. Rüberflattern. Perfekt. Ah, second try. Hat's geklappt. Da ist er, Palastschlüssel. Immer schön bunte Farben. Wow, wow. Wie gesagt, ich brauche nicht immer ganz viel Level. Ich habe jetzt genug. Bin eigentlich gerade relativ zufrieden, wie es gerade aussieht. Ach komm! Ach komm! Hä, ich kann auf die drauf springen? Das klappt? Ha. Huh. Interessant. Das habe ich nicht erwartet irgendwie. Herdentrieb. Ruft eine Yoshi her, die alle Gegner angreift. Habe ich noch nicht gemacht. Machen wir es mal. Wie sieht es aus?
Oh, große Yoshis! Oh, süß. Talk is not bad. Ist in Ordnung. Oh, wo kommt die Gabel? Was? Von wo kam jetzt die Gabel her? Na komm, kipp um. Krieg ich meinen Superpilz vielleicht? Ich würde mich auf jeden Fall drüber freuen. Ja! Und Mario sowieso. Ja! Yeah. Yeah. Alright. Ich mag das Feeling auch generell hier vom Eonpalast. Hier war noch ein Item. Ja, Sternwind. Brauche ich nicht. Juckt. Weiter geht's. Oder sind wir schon durch? Ich glaube irgendwie nicht. Andererseits, Musik hört auf. Eonpalast Vorzimmer. Ein Vorzimmer zu was? Feuerblume. Wieso kriegen wir jetzt so viele Items zum Battlen? Ja, nee, die ist schlechter als den Rest, den wir haben. Andererseits, Schoko brauche ich nicht. Wenn es funktioniert. Toll. Was haben wir hier? Einen Ultrapilz. Also da sage ich niemals nein zu. Na komm. Ich brauche die Feuerblume nicht. Ich weiß nicht, warum ich die mitgenommen habe. Ich brauche sie nicht. Okay, ein Geschenk kriegen wir noch. Genie Royal, 50 BP stellt das Ding her. Also, ja. Ja, 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 auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Boah, ich will eigentlich diese Items hier bald mal irgendwann ausprobieren. Deshalb nehme ich die jetzt mal mit. Schmeiß ich Donnerzorn weg. Ich will meine anderen Items alle behalten. Boah, 10 Münzen. Eigentlich ganz guter Preis, aber ich bin sowieso schon gehealt. Also passt's. Aber zu was passt es? In wessen Zimmer sind wir jetzt angelangt? Wie geht's denn jetzt hier weiter? Irgendwie gruselig hier. Wo sind wir eigentlich? Keine Ahnung. Das hier muss der Empfangssaal sein. Ja, warum fragst du dann? Bestimmt der prächtigste Raum im ganzen Schloss. Aber irgendwie macht mich diese Halle nervös. Woran mag das nun liegen? Wahrscheinlich wegen dem da. Sei gegrüßt, Mario. Ich wollte dich schon immer kennenlernen. Das ist wohl der Oberboss der bösen Jungs? Vollkommen korrekt. Man nennt mich Crucius, den Anführer des Geheimbundes der Crucionen. Und ich möchte euch hiermit meinen zutiefst empfundenen Dank aussprechen. Was? Danke? Wieso? Wieso bedankst du dich? Wofür? Wieso? Ist das nicht offensichtlich? Ihr habt für uns die Sternjuwelen gesucht. Was? Soll das heißen, das Sternjuwel vom Mond? Kommt jetzt endlich die späte Einsicht, uns alle Sternjuwelen von euch zu holen. Das schien uns viel zu umständlich zu sein. So haben wir euch das letzte Sternjuwel einfach überlassen. Ja, redet ihr das nur ein. Ich weiß, ihr habt es eigentlich versucht, andersrum zu machen. Und ihr habt für uns das Äonentor geöffnet. Wir haben das Juwel absichtlich diesem unfähigen Kretin Crucillus anvertraut. Der hatte davon natürlich keine Ahnung. Es war also von Anfang an egal, wie der Kampf auf dem Mond ausgeht. Auf meine Pläne hatte das keinerlei Einfluss. Nun, eigentlich sollte euch das Schattentrio gefangen nehmen, aber diese Nieten haben völlig versagt. Aber gut, dann werde ich euch eben selbst den Garaus machen. Pass auf, Mario, das scheint ein ganz fieser Kerl zu sein. Sobald ich euch erledigt habe, ist der Weg zum Schatz frei. Und ich, Crucius, werde der größte Herrscher aller Zeiten sein. Von dem lassen wir es auch nicht einschüchtern. Nein. Passt auf, es geht los. Kampf gegen Crucillus. Crucius. Kampf gegen Crucius. Der Boss. Die Wurzel allen Übels. Jeder, der es wagt, meine Pläne zu durchkreuzen, wird liquidiert. Ich werde euch zeigen, was es heißt, sich mit mir anzulegen. Er kann zaubern. Das ist einfach nur ein super Roboter oder was ist er? Er hat so als Gehirn hat er
So ein Chip. Und nein, seht ihr, was er für ein Krusitektor hat? Seht ihr, was er für ein Kacke hat? Was soll das? Na komm, scannen wir erstmal die Dinger. Was soll das hier? Das ist ein Krusitektor. Krusitektoren sind magische Items, die Krusis schützen. 3 KP, 4 Angriff, keine Verteidigung. So stark sind sie ja nicht. Aber mit der Zahl der Krusitektoren steigt Krusis Verteidigung. Hat er 4 Krusitektoren, ist Krusius gegen alle deine Attacken geschützt. Also musst du Krusius und die Krusitektoren gleichzeitig schädigen, klar? Du meinst mit sowas wie einer Sternattacke, wie ein Sternhagel? Fügt ein Gegner einen sehr großen Schaden zu? Oder vielleicht gibt er der Sternblitz nur ein bisschen Schaden? Ja? Geht zumindest nochmal die Viecher? Ja. Machen wir erstmal das. Kostet nur 2 und macht, glaube ich, den Job zumindest am Anfang schon mal fertig. Oh, crazy Kampf jetzt. So, alle Knöpfe mal. Aber, jabba. Jabba dabba du. Der geht jetzt ab. Und weg bist du. Na komm. Kill die Krusitektoren. Okay, fast alle. Aus irgendeinem Grund hat der einen überlebt. Ey, was zur Hölle? Das kam ein bisschen aus dem Nichts. Aha. Alter, wie viele Steine habt ihr bitte? Das ganze Publikum nur voll von Krusionen. Dammit, die haben uns wirklich reingelegt, ne? Krusius. Erzähl mir was über ihn. Wenn es denn was zu erzählen gibt. Das ist er! Krusius! Der Anführer der Krusion! Dieser Kerl hat Peach entführt! 50 KP, 7 Angriff, 1 Verteidigung. Na, ich habe schon Besseres gesehen. Er schützt sich mit Krusitektoren, die seine Verteidigung erhöhen. Außerdem verfügt er über Feuerattacken und verschiedene Arten von Magie. Besonders gruselig finde ich, wie ernsthaft er sich gibt. Aber kümmere dich nicht darum, was ich hier sage. Mach den Kerl fertig und dann suchen wir weiter nach Prinzessin Peach. Meinst du, er hat ihn hier? Hat sie hier? Ich würde es eigentlich nicht hoffen. Aber okay. Machen wir den Sternhagel. Machen wir ihm schon mal 15 Schaden. Das kann auf jeden Fall schon mal gut helfen. Yeah! Und weiter geht's. Und weiter geht's. Und einmal noch. Bam. Nimm das. Sehr schön. Bis jetzt habt ihr mir nichts als Ärger bereitet. Also jetzt reicht's mir. Aber jetzt reicht es mir. Hey. Was geht denn? Ah, natürlich kommen da immer mehr. Jetzt mache ich einmal öfter agieren. Oder ich tausche vielleicht aus auf jemanden, der öfter angreifen kann. Wie Little Boshi mit seiner neuen Attacke, die er gelernt hat. Yoshi. Das fand ich ziemlich nice. Oh mein Gott. Jetzt check ich's mit den Sternwind und all diese Attacken. Jetzt verstehe ich, warum wir sie bekommen haben. Das macht komplett Sinn. Ja, ich hätte ihn doch behalten sollen, aber egal. Mein Inventar ist so krass und so gut. Passt schon. Was so? Okay, wir brennen zum Glück nicht. Zum Glück brennen wir zumindest nicht. Und da geht's weiter. Da geht's wieder weiter mit dem Kollegen. Herr Antrieb! Angriff! Okay, das ist easy, weil der richtig viel Zeit. Was haben wir Krusius? Keinen Schaden gemacht damit? Wirklich nicht. Ja, machen wir einen Anti-Verteidigungshieb. Boah, habt ihr die Sterneffekte gesehen am Hammer? Krass. Aber wo Sterne? Wir brauchen dringend Sterne. Ja, bitte mehr. Oh oh. Ich lasse nicht zu, dass ihr meine Pläne vereitelt. Wie gefällt euch das hier? Okay, zumindest geblockt. Sehr schön. Und weiter geht die Chose, wa? Wirft Eier auf die Gegner und lässt sie schrumpfen. Versuchen wir das einfach mal. Vielleicht kann Little Boshi ja die richtige treffen. Oh, er kann ihn. Wow!
Das kann er? Okay, das ist crazy. Machen wir mal den Wirbelschlag. Wir wissen, ob es klappt. Bam! Nee, klappt nicht. Schade. Aber trotzdem, bisschen Schaden gemacht. Ist nicht schlecht. Obwohl, eine Stampfattacke hätte mehr gemacht, ne? Oh, ich sollte eine Stampfattacke einsetzen. Ah, Mist. Oh. Okay, so, jetzt geht er mehr. Ja, drei Stück. Dammit. Dammit. Okay, warte, 6 plus 2 haben wir 8. Es geht noch. Machen wir's. Los. Mach die drei Viecher weg. Ja. Jetzt ist er da ganz alleine und ohne Verteidigung. Und wir machen eine Stampfattacke auf ihn. Bam! Sehr schön. Er ist auf ungefähr 10 KP unter. Es läuft gut. Es läuft gut. Da warte. Du kleiner Mann. Ach man, ich kann das nicht blocken. Ich krieg's einfach nicht hin. Und langsam gehen mir die Leben aus. Nicht gut. Das ist gar nicht gut gerade. Oh oh. Dann machen wir das am einfachsten. Ja, wenn ich ehrlich bin, am einfachsten wäre es. Mach es fast down. Das sind so viele Gegner. Okay, warte. Folgendes. Wir nehmen ein Ahornsirup. Für mehr BP. Oh, das wird eine lange Folge. Außer scheint das irgendwie zusammen. So. Und Malia nimmt sich einen Schokokuchen. Ja, 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 ja. Nein, nicht auf Yoshi! Okay, wir verschwenden einen Lebenspilz. Andererseits, vielleicht greift er nur Yoshi an. Oh! Vielleicht habe ich Yoshi. Oh, ich habe hier Yoshi vielleicht gerettet. Hä, hey, vielleicht war das auch nicht so schlecht. Jetzt ist er wieder groß. Hat es wieder mehr. Ja. Ja, da. Okay, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Die Attacke funktioniert tatsächlich sehr gut gegen ihn. Weil Yoshi alle 4 von den Viechern wegkriegen kann. Und dann muss halt Mario den Rest machen. Mario muss irgendwie den Rest machen. Ich mache nicht so viel Schaden, leider. Leider nicht. Ja, 7 Schaden insgesamt. Hätte auf 8 gehofft, aber 7 geht nur. Mehr ist nicht drin. So gesehen. Was geht jetzt? Hä? Zeit? Wie Zeit? Geblockt. Hä? Was hätte das denn gemacht, wenn ich das nicht geblockt hätte? Hm? Oh, eine Dose. Nice, Yoshi. Nice. Wisst ihr was? Nein. Ich riskiere es nicht. Wir haben den Kampf gewonnen, wenn ich es jetzt weiterhin so mache. Vielleicht ein bisschen verschwenderisch, aber hey, vielleicht gibt er mir richtig viele Erfahrungspunkte, wer weiß. Dann bam, 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 bam. Danke, Yoshi Horde. Sehr, sehr nett, sehr, sehr schön. Meine Lieblingsattacke gefüllt. Und jetzt bist du dran, Mann! Bam! Down! Yeah. Oh, verflucht. Explodiert in ganz vielen Erfahrungspunkten und Geld. Yippie! Oh, yeah! Du bist stärker als ich dachte. Aber das macht gar nichts. Auch für diesen Fall habe ich Vorbereitungen getroffen. Was? Schaut gut her! Was geht jetzt ab? Oh, Peach! Was zum... Was bin ich? Mario! Peach,